Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem Boxcast. Ich bin Benny Stroker und wie immer an meiner Seite mein Co-Host Julius Stoll. Ja, hallo Benny. Hallo, hallo Julius. Liebe treue Zuhörer. Ja. Letzte Woche war schwer was los. Also an dem Wochenende habe ich, glaube ich, so viel Boxen geschaut wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, am Sonntag waren es 8 Stunden oder sowas. Ich habe mir da richtig die Keule gegeben. Ja. Und ja, dementsprechend bin ich, würde ich jetzt mal behaupten, so gut informiert wie schon lange nicht mehr. Und bei mir herrscht Redebedarf, sage ich jetzt mal so. Redebedarf. Sowohl positiv als auch negativ. Ja, habe ich da so einiges an Senf dazu zu geben. Und, ja, das klingt schon mal gut. Ja, bin motiviert. Genau. Wir haben genau Nachberichte zu Mike Tyson gegen Roy Jones, Daniel Dubois gegen Joe Joyce unter anderem, dann natürlich Vorberichte auf Danny Garcia gegen Errol Spence, den vermeintlichen Kampf der Woche. Und natürlich Serge Michel gegen Rickards Bolotniks plus ein paar spannende News, unter anderem auch aus dem Amateurlager. Wir beginnen aber mit unserem Thema der Woche. Das ist wie letzte Woche schon der Kampf der Legenden. Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. Und Julius, bevor ich dir das Wort erteile, ja, möchte ich einmal ganz kurz betonen, dass ich durchaus positiv überrascht war. Mhm. Muss ich schon sagen, also ich muss ehrlich sagen, als Michael Buffer im Ring stand und Mike Tyson und Roy Jones angekündigt hat, habe ich schon ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja. Das war schon wie ein bisschen wie eine Zeitreise. Mhm. Und der Kampf selber, die 8 Runden waren besser, als ich erwartet habe. Mhm. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Du weißt ja, dass ich sehr skeptisch war. Mhm. Also meine persönlichen Erwartungen wurden übertroffen. Ich war sehr beeindruckt von Tyson und dem Tempo, das er gehen konnte. Auch wenn natürlich viel geklammert wurde zwischendurch. Aber nichtsdestotrotz, zum Urteil möchte ich überhaupt nichts sagen, weil ich glaube, das war mehr oder weniger klar, dass das so im Vorfeld war wahrscheinlich abgesprochen, dass es unentschieden wird. Mhm. Aber ja, du hast das Ganze doch besser eingeschätzt im Vorfeld, auf jeden Fall, denke ich. Und deswegen möchte ich dir jetzt auch das Wort erteilen. Wie fandst du denn den Kampf? Ja, erstmal vielen Dank für die kleinen Lorbeeren, ja, im Vorfeld. Ja, ich habe noch welche für später nochmal für dich. Oh ja, da bin ich ja mal gespannt. Die kommen aber wirklich überraschend. Das war ein Riesenzufall, Leute. Okay. Aber gleich mehr. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe das quasi bekommen, was ich erwartet habe und mehr. Also, mhm, wir waren ja dann so weit letzte Woche, dass ich auch so ein bisschen meine Erwartungen nochmal gedrosselt habe und dann gesagt habe, naja, vielleicht wird es jetzt doch nicht so geil, ja. Aber mhm, ja, letzten Endes hat Mike Tyson eigentlich das gemacht, was ich ja ihm nahegelegt habe. So, also, obwohl das ein Schaukampf war, hatte man den Eindruck, er sucht den Knockout, als könnte er einfach nicht anders boxen, ist er richtig aggressiv reingegangen. Ja, entgegen unserer Befürchtungen hat er es dann auch geschafft, eigentlich die 2 Minuten gut zu gehen. Und ich war sehr überrascht, dass er trotz der vielen Kifferei, ja, und 15 Jahre oder noch länger Pause eine wesentlich bessere Figur gemacht hat als Roy Jones Jr. Also Roy Jones wirkte ziemlich untrainiert. Dafür, dass der 3 Jahre aus dem Ring war, wirkte er ziemlich untrainiert. Sehr wenig Kondition und, muss man auch wirklich sagen, hat eigentlich nur geklammert. Also jetzt mal, um darauf einzugehen, so im Leben war das kein Unentschieden. Ja? Also es war ein ganz klarer Punktsieg, ja, ja, für Tyson. Also, ja, da also ich hatte, glaube ich, ein 7-1 stehen, ja, auf meiner zugegebenermaßen jetzt eher ein bisschen. Keine zwei Meinungen dazu geben. Nein. Und ja, was für mich das Ganze eigentlich ausgemacht hat, neben dieser Ansetzung war, die Atmosphäre war super, also wie die das Ganze drumherum gemacht haben, hat mir sehr gut gefallen. Also ja, der Ring, die Beleuchtung, was man da so für Banner und so gewählt hat, fand ich alles sehr ansprechend fürs Auge. Und ja, ich fand auch die Experten haben mir sehr gut gefallen. Ich war absolut begeistert von Snoop Dogg als Kommentator und Experte. Also das war wirklich, ich habe teilweise schallend gelacht bei den Kommentaren, die dazu kamen. Also er hat ja nicht nur den Kampf, sondern auch den von Jake Paul gegen Nate Robinson kommentiert. Ich weiß nicht, ob noch einer dabei war. Aber das war wirklich für mein Befinden sensationell.
und hat das Ganze irgendwie so schön abgerundet. Also es hatte die richtige Ernsthaftigkeit gehabt. Man hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass das hier so eine lasche Nummer wird, sondern man hat zumindest bei Tyson gemerkt, der hat Bock. Der möchte seine neue Liga da so einen guten Kickoff für machen. Und ich glaube, das ist ihm auch gelungen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es davon tatsächlich mehr jetzt zu sehen gibt. Das hat mich angesprochen, mir das gegeben, was ich erwartet habe. Und ja, gerne mehr mit Snoop Dogg und dieser der Chemie einfach zwischen Ex-Weltmeistern, Kommentator und dann, ja, Gangster-Rap-Urgestein. Ja, das war super. Ja, Tyson hat ja nach dem Kampf sogar gesagt, er könnte sich vorstellen, sowas alle 2 Monate zu machen, so ein Charity-Event. Mhm. Und man muss ja fairerweise sagen, er war wirklich gut in Form. Ja. Für das Alter, für die lange Pause, wie er auch teilweise, wenn man sich mal anguckt, wie er vor 2, 3 Jahren noch ausgesehen hat, wenn du da mal nach Bildern guckst, das war schon beeindruckend. Er war ja, glaube ich, sogar leichter als in seinem letzten Kampf gegen McBride. Das war schon überraschend. Und während Jones, ja, da muss ich schon sagen, also was zumindest, ich weiß nicht, ich hatte wirklich den Eindruck, der hat es, glaube ich, wirklich irgendwie schleifen lassen im Vorfeld, weil der hat ja nach 2 Runden, hat er ja schon gepumpt wie ein Maikäfer in der Ecke. Das hast du ja so laut gehört, ja, das Atmen von ihm. Das war das Gute, also das hat mich so unterhalten. Ja, was mich allerdings ein bisschen gewundert hat, ich war auch der Meinung, dass das optisch ganz schick gemacht war alles, aber warum man dann ins Staples Center musste, verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Warum muss das eine 20.000er Halle sein? Da hätte man jetzt auch, denke ich mal, ein bisschen Geld sparen können und das trotzdem im kleineren Rahmen optisch genauso schön machen können. Aber ja, das egal. Stimmt. Mal gucken, wie die Pay-Per-View-Zahlen sind. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Die kommen ja normalerweise, glaube ich, mal so Dienstag-Mittwoch-Bereich. Mhm. Werden wir vielleicht nächste Woche noch mal kurz in den News aufgreifen können. Ja, also würde mich auch interessieren, aber tatsächlich. Ja. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, hat's schon Spaß gemacht. Ja, doch, durchaus. Genau. An der Stelle noch jetzt vielleicht zur Undercard 2 Sätze. Ja. Baduček, einer meiner Lieblinge, ja, muss ich ganz klar bekennen. Der Kampf gegen diesen Blake McKernan hat mir sehr gut gefallen. Der war ja zäh wie eine Schuhsohle. Und ja, war ja auch ein Cruiser, ne? Also zumindest der Sprung ist ja schon relativ hoch, das sollte man vielleicht dazu sagen. Genau, das stimmt. Ja. Aber der hat gut weggesteckt, hat aber auch gut zurückgeschlagen. Also auf jeden Fall ein Mann, der sich auch in der Niederlage so gut repräsentiert hat und verkauft hat, dass man sagt, der bekommt hinterher auf jeden Fall noch das ein oder andere Angebot, könnte ich mir vorstellen. Und Jake Paul gegen Nate Robinson. Ich habe mir dieses Promi-Boxen/YouTuber-Boxen tatsächlich mal gegeben. Ja, ich und, auch. Und es war ja ein absoluter Kraus. Da haben sich ja gefühlt in Deutschland fast alle beim Promi-Boxen besser verkauft als Nate Robinson. Jake Paul hat ja immerhin schon einmal im Ring gestanden. Also man hat den Eindruck, er weiß ungefähr, was er macht. Ja? Hat ja dann auch durch K.O. gewonnen. Das war auch eine saftige Nummer. Hätte man niemals noch mal freigeben dürfen. Nein. War grob fahrlässig. Aber was für mich das Ganze natürlich wieder gerettet hat, waren die Kommentare von Snoop Dogg. Ich hatte Tränen in den Augen, als er dann auch noch angefangen hat, so ein Kirchenlied zu singen. Als Nate Robinson irgendwie die Orientierung versucht hat zu finden. Herausragend, ja. Also super. Dazu muss ich ganz kurz sagen, ich fand wirklich, also Robinson hat ausgesehen, als wenn er wirklich, ich weiß, dass er jetzt natürlich zum ersten Mal wirklich im Ring gestanden hat, aber als hätte er nicht mal einen Sparring gemacht oder so. Der war vollkommen hilflos, oder? Ja. Also wie ein Mensch, der das allererste Mal in den Boxring steigt. So hat er diesen Eindruck, hat er für mich vermittelt, als ein ehemaliger Spitzenathlet. Ja, ne? Das war wirklich. Klar, in einer anderen Sportart, aber das war schon wirklich ein bisschen nur die optische, sehr, sehr strange. Das Optische hat er mitgebracht. Ja, das schon. Aber der war, ja, offensichtlich hat er außer Gewicht nichts gemacht. Noch was von dir oder kommen wir zum, ich sage in Anführungszeichen, richtigen Boxen? Ja, also ich finde, wir können das an der Stelle auch angesichts der Tatsache, was wir auf der Uhr haben, abhaken. Aber mein Fazit ist tatsächlich, gerne wieder, hat mir gut gefallen. Also ich muss auch sagen, ich werde beim nächsten Mal sicherlich nicht ganz so skeptisch sein, aber ich brauche es nicht alle 2 Monate. Das kann gerne immer mal wieder passieren, aber man muss jetzt nicht übertreiben. Ja. Allerdings, Tyson soll ja, Entschuldigung, der letzte Zusatz noch, soll ja zumindest Berichten zufolge mehr oder weniger seine ganze Börse einem guten Zweck zur Verfügung gestellt haben. Oder zur Verfügung genau, gestellt, das gefällt mir auch sehr gut. Und das finde ich ja auch toll. Als, ne? Also dieser als Aspekt, Zusatz, der sollte nicht zu kurz kommen. Hat ja Baduček auch gemacht, ja. Genau, dieser Aspekt sollte nicht zu kurz kommen. Das ist super. Genau. Ja,
Kommen wir zum zweiten großen Schwergewicht-Highlight des Wochenendes, würde ich sagen. Mhm. Daniel Dubois gegen Joe Joyce. Und bevor wir genauer darauf eingehen, möchte ich kurz, also natürlich einmal sagen, dass wir ordentlich falsch gelegen haben in der Vorschau letzte Woche. Den Schuh müssen wir uns beide anziehen. Auch wenn ich, du weißt es schon, ich will das jetzt gar nicht breitreten, aber irgendwie so ein Bauchgefühl am Samstagabend meinen Pick noch für mich persönlich geändert habe. Mhm. Aber ich habe heute, und das nur als kurzer Zusatz, also erstmal, ich meine, die Hörer werden es wissen, aber Joe Joyce gewann durch K.O. in Runde 10, nachdem Dubois nach, wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jabs er genommen hat, aber einem ziemlich verletzten Auge irgendwann einfach das Knie genommen hat und gesagt hat, er kommt nicht mehr hoch. Ja. Ist also jetzt auch klar. Auch mit irgendwo zu Recht aus gesundheitlichen Gründen. Richtig, genau, denn jetzt ist ja auch noch klar, dass er einen Bruch der Augenhöhle hat und jetzt, klar, der Bruch erstmal heilen muss. Aber was ich eben noch kurz erwähnen möchte, bevor ich es vergesse, ich bin heute, als ich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit war, habe ich, ich höre ja auch immer sehr viele Podcasts so allgemein und waren erstmal aus dem US-Podcast. Und als er fertig war, war ich gerade auf der Autobahn und dann lief gerade einfach der nächste irgendwie, weiß ich nicht, wie das da getimt war. Und dann kam unsere Folge 10, die ich noch bei mir in den Downloads bei Spotify hatte. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, lässt die mal laufen. Ich höre manchmal gerne nochmal rein. Fällt einem vielleicht was ein, was man verbessern kann. Und dann haben wir tatsächlich über den Dubois gegen Snyders gesprochen, nachdem der vorbei war, der Kampf. Ja. Und dann ist von dir der Satz gefallen, also du hast die Gegnerschaft sehr kritisiert, nicht nur in dem Kampf, sondern auch davor. Und dann ist von dir der Satz gefallen, ich weiß nicht, wie ihn das auf einen Kampf gegen Joe Joyce vorbereiten soll. Ja. Und der Satz ist mir so im Gedächtnis geblieben. Den ganzen Tag habe ich den nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, wie du quasi vor 13 Wochen, so muss man es jetzt ja sagen, im Prinzip schon die Skepsis geäußert hast, dass, dass er eigentlich überhaupt nicht vorbereitet ist für so einen Kampf. Ich fand, das hat man in sehr, sehr vielen Teilen am Samstag im Ring genauso gesehen. Also Orakel von Köln hat zugeschlagen, ja. Ja, genau. Unwissentlich ein bisschen, also so gesehen jetzt. Wir hatten es ja nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist ja auch ein unglaublicher Zufall, dass ich heute diese Folge lief. Das ist echt ein Zufall, ja. Zum Kampf selbst, muss ich sagen, habe ich auch sehr gerne gesehen, tatsächlich. Und wusste lange Zeit eigentlich nicht, wie sich das entwickelt. Also ich fand, dass Dubois hat schöne Kombinationen und auch mehr von seinen Schlaghänden untergebracht als Joyce. Und ich hatte immer gedacht, so okay, also vielleicht reißt er das jetzt noch rum und schlägt ihn K.O. oder sowas. Aber Joyce war zum einen natürlich sehr gut, was die Nehmerfähigkeiten angeht. Da muss ich sagen, das hat er aber natürlich auch trainiert. Also lange Amateurkarriere und stand jetzt schon gegen einige Prüfsteine und harte Brocken im Ring. Da hat er bestimmt die ein oder andere Hand schon mal genommen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein anderer Kampf, als ich es erwartet hätte. Aber letzten Endes hat Joyce Dubois nur mit dem Jab geschlagen. Ja. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, der hat nichts anderes gemacht, also so hart das jetzt klingt, als den Chap zu schlagen und einfach, um mal bei dieser Schachmetapher aus dem letzten Podcast dabei zu bleiben, ja, also damit hat er es geschafft mit seiner Turm-Variante, ja. Einseitig eigentlich ohne Ende, aber so präzise und akkurat, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat er seinen Stiefel runtergeboxt so und hat den einfach auseinandergenommen. Also ich habe schon wirklich ganz lange, ich muss wirklich lange zurück überlegen, bis mir ein Kampf einfällt, wo jemand mit nur dem Jab den Gegner dermaßen dominiert hat. Das ist einerseits natürlich ein Riesenlob an Joyce, der wirklich eine Bewerbung abgegeben hat für den besten Jab im Schwergewicht aktuell, meiner Meinung definitiv. Nach. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber zumindest ist mir, während des Kampfes ist mir tatsächlich der Name Larry Holmes durch den Kopf gegangen. Ja. Der ja in weiten Kreisen als der beste Jabber der Schwergewichtsgeschichte gilt. Soweit wollen wir natürlich nicht gehen, aber es war schon wirklich beeindruckend. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist es auch wirklich ich will jetzt nicht das Wort Armutszeugnis nehmen, aber wie konnte Dubois bitte den ganzen Kampf über keine wirkliche Lösung dafür finden? Ja. Das ist schon wirklich. Das ist schon wirklich schwach. Also ich meine, dass Joyce nicht mal von seinem allerersten Plan abtreten musste, irgendwann in diesem Kampf, ist schon, ja. Ja, also ich kann mich da auch
nur anschließen, so dass ich halt sage, er ist ja selbst auch bekannt für seinen Jab. Und wenn er den hat er vielleicht 5-mal gebracht oder sowas im Kampf und dann war der auch immer nicht schlecht. Also den hätte er einfach viel öfter bringen müssen und dann hätte er sich auch so nochmal ins Geschehen reinbringen können, ja. Aber davon war nichts zu sehen. Ja, ich glaube wirklich, dass mit der Hauptgrund tatsächlich war, der Mann ist jetzt einfach so mehr oder weniger von Platz 100 plötzlich auf Platz 15 in der Weltrangliste, was die Gegnerschaft angeht, gesprungen, von heute auf morgen. Und der war damit total überfordert, war mein Eindruck. Natürlich war es schlimm, dass das Auge relativ schnell so zugeschwollen ist und so weiter, aber das war ja kein Zufall oder das war ja kein Kopfstoß oder so. Das war ja erarbeitet von Joyce. Und ich bin sehr froh, dass es am Ende so ausgegangen ist, denn ich fand den Kampf zwar ziemlich knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich hatte Joyce vorne, allerdings, weiß ich nicht, vielleicht sogar zu knapp. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte ihn mit 5-4 Runden vorne nach 9. Warte mal, ich hab diesmal am Wochenende tatsächlich, bin ich ja komplett ausgerastet, sage ich jetzt mal so. Ne? Hast du sogar notiert. Und ich habe es mir sogar notiert und da habe ich... Eieiei. Ja, da hab ich anders gepunktet auf jeden Fall. Ja, dann sag doch mal. Also da habe ich Dubois sogar mit... habe ich es 5-5. Nach 9? Nee, in die 10. Runde bin ich reingegangen, sodass ich sage, so, okay, so, also das okay, geht. Okay, okay. Nee, ich habe Dubois sogar mit einer Runde vorne, sorry. Okay, okay, ja. Ja, zwei Punktrichter hatten ihn auch vorne. Einer mit einer Wertung, die habe ich jetzt gerade nicht vor mir, aber mit einer Wertung, die ich absurd fand. Mhm. Ich glaube, das war der, hat, glaube ich, Joyce nur zwei oder drei Runden bekommen. Das fand ich schon ein bisschen extrem. Ja, nee. Aber insgesamt muss man sagen, sehr beeindruckende Vorstellung von Joe Joyce, wo ich ein großer Skeptiker war, ja, die letzten Jahre, den ich immer sehr langsam fand. Der war auch am Wochenende. Er war auch extrem schnell, langsam, um Himmels Willen, ja. Das ist, ja, aber irgendwie. Weiß ich nicht, ne? Der bringt irgendwie eine Mischung mit, die ist schon sehr unangenehm. Genau, ne? Also er war auch dieser so... Dieser durchgehende Druck, die Schlagfrequenz ist ja auch sehr hoch. Dieser Jab kam ja auch in einem Tempo, der kam ja einfach die ganze Zeit. Ich, so ein Dampfhammer. Ich muss halt auch sagen, er war halt auch so ruhig und abgeklärt. Also dafür, dass ich ja sagen muss, so auf den Punktzetteln hat es ja für ihn ja jetzt erstmal nicht so gut ausgesehen, weil er nicht so viel gemacht hat. Er hat zwar schön immer getroffen, aber so die... beeindruckenderen Hände waren ja eigentlich immer bei Dubois gewesen. Also kein Wunder, dass er mehrere Runden schon abgegeben hat. Und da sich einfach zu sagen, ach, ich klopp einfach immer weiter den Chap da drauf. Ich glaube, einmal oder so haben wir die Rechte im Ziel gesehen. Ein einziges Mal in 10 Runden. Ja, das war wirklich ein richtiger Zermürbungssieg. Ja, wirklich. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie geht es für beide auch weiter? Joyce ist 35, da muss man natürlich schon sagen, der hat jetzt nicht mehr ewig Zeit. Ja. Ist ja so ein bisschen darüber gesprochen worden, vielleicht ein Kampf gegen Usyk, weil die jetzt auch beide, glaube ich, bei der WBO vielleicht sogar 1 und 2 sind im nächsten Ranking. Das muss ich ja sagen, das würde ich ja unglaublich gerne sehen. Quasi das Rematch aus der World Series of Boxing, wo Usyk ihn damals geschlagen hat. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Aber die beiden jetzt als Profis im Schwergewicht, ui, das wäre, glaube ich, also für mich persönlich richtig toller Kampf. Und Dubois würde ich jetzt auch nicht der Junge ist 23 und auch noch nicht lange, erst seit September. Den würde ich jetzt überhaupt nicht abschreiben. Der soll sich jetzt gut erholen, soll zurückkommen und der hat noch so viele Jahre Zeit, dass. Also ich muss sagen, ich kann mich dir teilweise anschließen, teilweise nicht. Ich muss sagen, Usyk gegen Joyce wollte ich nicht gerne sehen, weil ich glaube, das wird genauso langweilig wie Usyk gegen Gassiev. Weil ich sage so, Joyce ist auch jemand, der, wie gesagt, also ne, haben wir ja schon drüber gesprochen, extreme Schlagkraft hat und ich denke, damit könnte er Usyk auf jeden Fall umlegen. Aber diese Nummer mit den Chaps, so, also damit hat er uns jetzt überrascht. Und ich will auch nicht immer schlecht über den sprechen, das ist ein Top-Mann, aber ich glaube nicht, dass er da gegen Usyk irgendwie, der ist flinker, der ist kleiner, der lässt sich da nicht so den Schneid abkaufen und der trifft ihn halt mit dem Jab einfach nicht und mit seiner harten Schlaghand auch nicht und dann wird das langweilig, so. Deshalb, ich weiß nicht, welchen Kampf ich für Joyce sehen möchte, da muss ich mal in mich gehen, aber jetzt so aus dem Stand weiß ich keinen, aber sicher kann ich sagen, nicht gegen Usyk. Luis Ortiz vielleicht. Oh, gutes Beispiel, ja. Da bin ich eher dabei, auf jeden Fall. Ja. Hat denn Joyce vielleicht für dich jetzt die Top 10 geknackt im Schwergewicht? Ist er in die Top 10 gekommen mit dem Sieg? Also ich muss sagen, bei mir persönlich wäre es jetzt wahrscheinlich schon. Ja, auf der 10, würde ich sagen. Okay, ja, okay. Ah, da wirklich noch vorsichtig. Und bei Dubois kann ich mich anschließen. Da gibt es jetzt noch einiges zu machen, vielleicht gegen andere Talente jetzt dann mal ran. Ja? Der ist 23, der kann wirklich noch
der kann ja noch 10 Jahre boxen, wenn er nicht irgendwann keinen Bock mehr hat. Aber da müssen jetzt schon mal ein paar Aufgaben her. Also das muss jetzt jeder in seinem Lager gesehen haben. Da muss auf jeden Fall mal so ein Prüfstein kommen, wo er sich auch mal beweisen muss. Und ja, ja gut, den hat er ja jetzt im Prinzip gehabt am Wochenende. Natürlich, aber ich meine, gegen so Leute muss er dann halt jetzt auch mal gewinnen und nicht wieder gegen einen Snyders oder sonst irgendwie so eine andere unbeschriebene Figur da. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man sagen würde, der erste Kampf nach der Verletzung, weil das ist ja jetzt nun wirklich nichts an dem Auge, gerade im Schwergewicht, da kriegt er jetzt von mir auch einen Freifahrtschein für Snyders 2 oder so. Mhm. Aber danach, ich würde zumindest mich freuen, wenn es dann mal so ein bisschen häppchenweise, weißt du, dass man so eine Entwicklung sieht und dass die Gegner nicht so stagnieren, wie das jetzt zuletzt bei ihm war. Ja. Ich könnte mir auch so jemanden, kommen wir ja gleich noch kurz zu, aber auch jemanden wie Christian Hammer oder sowas, fände ich, wär kein schlechter Gegner so kurz- bis mittelfristig irgendwie in 2, 3 Kämpfen für ihn. Ja. Dass man einfach mal so, ja, dass er sich vielleicht ein bisschen entwickeln kann. Und da muss man sehen, klar, wer sagt schon, dass er nicht irgendwie nochmal früh stolpern kann gegen irgendwen, denn bislang muss man ja sagen, ne, da waren ja auch viele Taxifahrer dabei. Ja, Handke, das ist gut ausgedrückt, ja, das war sehr diplomatisch, sehr gut, Julius. Ansonsten zur Undercard habe ich tatsächlich nichts zu sagen. Dafür haben wir auch nicht mehr so die Zeit. Dafür haben wir keine Zeit. Nein. Ja. Dann kommen wir, und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt auf deine Meinung zu dem Kampf, weil meine ist ganz klar und ganz deutlich. Wir kommen zu Daniel Jacobs gegen Gabriel Rosado. Jacobs mit einem Split-Decision-Punkt-Sieg, 2-1 Richterstimmen nach 12 Runden in einem, und ich entschuldige mich jetzt schon, aber ich muss die neue Kategorie jetzt hier einführen einmal, und ich entschuldige mich auch für die Ausdrucksweise, aber das ist jetzt mein Gewinner für den Scheißkampf des Jahres. Ja. Gut, ich war mir unsicher, was du sagen wirst. Also, ich habe mich so durchgequält durch diesen Kampf. Ich fand, das war von Jacobs eine katastrophale Vorstellung, meiner Meinung nach. Eine katastrophale Vorstellung. Wir haben von beiden am Ende laut CompuBox 78 Treffer jeweils gesehen in 12 Runden. Ja? Ja. Das war streckenweise, fand ich, fast eine Arbeitsverweigerung. Rosado hat ja wenigstens noch mehr versucht, wenigstens zwischendurch immer wieder. Also für mich persönlich so in meiner Erinnerung der schlechteste Kampf, den ich gesehen habe, seit Robert Easter gegen Rancis Barthelemy 2019. Und das war eine Katastrophe. Ich fand es so anstrengend. Für meiner Meinung nach hat Jacobs trotz des Sieges hier verloren an Marktwert und allem, was man sich vorstellen kann. Mir fehlen die Worte, ehrlich. Also ich war richtig sauer. Ich muss auch sagen, ich habe mich so auf den Kampf gefreut und bin davon ausgegangen, dass das eine richtige Schlacht wird erstmal. Das war so mein Einstieg und das war für mich so, wo ich dachte, okay, die anderen Kämpfe am Wochenende sind alle super, aber ich glaube, das wird so der Action-Fight irgendwie, ja. Und er hatte Voraussetzungen dafür. Die Voraussetzung dafür war auf jeden Fall da. Und dann muss ich sagen, Jacobs wirklich hat bei mir so viel an Boden verloren, ja, durch diese trostlose, lustlose Scheißleistung da einfach, wo ich gedacht habe, so, warum bekommst du dafür Geld? Da sollte man auch wie bei wie heißt der andere Kollege, der gegen Alexander Flores. Ja, genau. Wie bei Flores sollte da auch mal die Kommission drüber gucken. Wenn er keine Lust hat, dann soll er einfach wie Harper aus dem Ring rausgehen, weil es ihm nicht passt. Ja? Aber da wird vorher so aufgebauscht, dass die sich so hassen wie keine anderen Boxer auf der Welt irgendwie. Und dann kommt das bei raus. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass Jacobs für mich, also das war maximalen Unentschieden und ansonsten, ja, also da kann man mich jetzt auch kritisieren, aber war das ein Sieg für Rosado, weil man hat von dem auch nicht erwartet, dass er so boxt, wie er geboxt hat, aber er hat ganz klar bewiesen, dass er dass er sich in die Sache reingedacht hat und Jacobs eigentlich den Schneid abgekauft hat, wenn man mich fragt, ja, dann heißt es dann so, ja, das waren die klareren Treffer, aber ich frage mich halt, welche? Er hatte weniger Schläge im Ziel. Rosado war der aktivere Mann. Natürlich hat er auch viel auf die Deckung getroffen oder daneben getroffen oder sowas, aber er war aktiver, er hatte mehr, wenn auch leichtere Hände drin und man hat ja hinterher auch gesehen, dass er gar nicht mit seinem Sieg gerechnet hat, wenn wir mal ehrlich sind. Da hieß es Philadelphia und da hat er nicht protestiert und dann hieß auf einmal Daniel Jacobs und dann so, ach ja, cool, ja, habe ich doch noch gewonnen. Also,
Und dann ja, hinterher. Das war ja übrigens sagen, auch ja, passend, Entschuldigung, passend zum Kampf, dass der Ringsprecher dann auch noch diesen Bock eingebaut hat, ne? Ja, ja, aber also ich meine, weil der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so, dass Rosado gewonnen hat, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, also, und dann hinterher zu sagen, ja, er freut sich jetzt auf bessere Gegner mit einem besseren Niveau und das war für ihn eigentlich nur wie ein bezahltes Sparring oder so ungefähr war der Wortlaut. Ja, also ich krieg's nicht mehr 1:1 hin. Aber habe ich mir auch gedacht, so, du hattest noch nicht mal Bock auf das Interview, ja. Und wenn ich ihn dann sehe mit seinen perlweißen Zähnen da, die er vorher auch nicht hatte, wo ich hat er sich vorher noch ein Gebiss machen lassen. Also mich hat auf einmal alles an ihm aufgeregt, ja. Hau einfach ab, habe ich mir gedacht. Und für Rosado tut es mir einfach leid, so, weil der hat eine der besten Leistungen seiner Karriere geliefert, so in dem, wie er hinterher ausgesehen hat. Keine Cuts, keine Beulen, gar nichts. Also hat das echt mit Freddy Roach gut umgesetzt, so vom, ja, vom Gameplan her für den Kampf. Alles top. Auch wenn natürlich die anderen Kämpfe von ihm weitaus unterhaltsamer waren, aber die hat er alle verloren. Ja. Und da ja, muss ich sagen, den ja, dafür dann nicht zu belohnen, muss ich wirklich sagen, ich habe auch die Kommentatoren nicht verstanden, wie das gescored wurde. Und da habe ich gedacht, was sehen die für einen Kampf? Und dann hieß immer, ja, es sind enge Runden. Ich so, ja, aber anscheinend wertet ihr immer für Jacobs. Und ich habe gefühlt, jede Runde anders gewertet als die Experten. Also ich meine, ich will mich jetzt nicht als den größten Experten dahinstellen. Ich bekomme für das, was ich hier mache, kein Geld. Ja, aber scheinbar habe ich keine Ahnung vom Boxen. Und ich dachte, gerade in Amerika ist höhere Aktivität und Aggressivität immer besser als, ach, guck mal, ich bin schön ausgewichen oder habe weniger Treffer kassiert. Keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Finde ich scheiße. Also, auch vor allem, ich habe halt auch die ganze Zeit so im Hinterkopf gehabt, dass Jacobs ja zuletzt diesen auch wirklich furchtbaren Kampf gegen Julio César Chávez Junior hatte, der das, ja auch das eine ist, Katastrophe war. Mir so im Gedächtnis geblieben, ja? Zu Scheißkämpfen. Also, ja. Ja, da denke ich immer also, an Kämpfe das waren jetzt, von, das waren jetzt, oh, weißt du, was ist jetzt bald der dritte war? Strike. Sorry. Ja. Canelo gegen Chávez Jr. ist mein Scheißkampf. Ja, das war auch ein furchtbarer Kampf. Gottes ja. Willen. Das stimmt. Aber ich ja. Wollte jetzt nur einen für dieses Jahr erstmal küren. Ja. Also bis jetzt ist das ganz klar mein Favorit. So, deswegen vergessen wir den jetzt auch schnell. Ja. Und bevor wir ganz kurz weitergehen, noch zwei Sätze zumindest zu einem Kampf, den letzte Woche kurz angesprochen haben. Du hast ja so viel geguckt, den hast du wahrscheinlich auch gesehen, die zwei Runden. Ja, ja, Daniel Jele Usinov gegen Julius Ndongo. Und da muss ich sagen, Jele Usinov, das war schon, also Ndongo, klar, der ist immer sehr weit mit seinen Schlägen. Der war wirklich wie gemacht für Jele Usinov. Das hat man relativ schnell gemerkt. Der einfach die kürzeren Wege hatte bei seinen Kontern. Aber dafür hat es dann auch wirklich gut erledigt, fand ich. Also er hat mir gut gefallen. Ein ehemaliger Doppel-Champ im Halbwelter so abzufertigen. Ja. War nicht übel, muss ich sagen. Den muss man auf der Uhr haben. Ich habe vorher noch überhaupt nichts von dem gehört. Mhm. Und das war aber wirklich war eine gute Sache, ja. Also ja. hat mir gut gefallen und ich werde den mal im Auge behalten. Ja, man kann gar nicht oft genug betonen, wie was da gerade für eine neue Generation im Weltergewicht im Anmarsch ist. Ne? Also Jaron Ennis und Virgil Ortiz, die spreche ich ja jede Woche an, das weißt du. Aber wir hatten jetzt auch letztens Conor Benn mit einer so starken Vorstellung gegen Formella. Jetzt kommt Jele Usinov hier aus Kasachstan, der sich jetzt auch immer weiter entwickelt und stark kämpft momentan. Das war, glaube ich, der 10. Kampf in seiner Karriere. Also das ist schon wirklich sehr ordentlich, was ich da von hinten auf. Ja. Siehst du einfach immer, das Weltergewicht ist einfach irgendwie nie schlecht besetzt. Ne? Das ist so die Gewichtsklasse, die ist immer stark, ist mein Eindruck aus den letzten Jahrzehnten. Ja. So, abschließend zum internationalen Boxen gibt es noch einen Kampf, den haben wir letzte Woche gar nicht angesprochen, aber da sowas so Besonderes passiert ist, müssen wir ihn jetzt kurz ansprechen. Denn ja, genau, die Streak ist gerissen. Der Streak ist gerissen, genau. Vanheng Menayotin hat nach 54 Siegen in Folge, 54-0 stand er vorher, seinen WBC-Titel im Mini-Fliegengewicht verloren gegen Panya Padapsri. Und das war einfach, also im Vorfeld, ich wusste zwar, dass der Kampf kommt, aber wir haben ja auch immer so ein bisschen, müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Aber das muss man jetzt wirklich ansprechen.
er hat den Kampf verloren. Offiziell, ich verstehe nicht wie und warum. Ich hatte ihn 117, 111 vorne. Ich fand das überhaupt nicht knapp. Ich war völlig überrascht von dem Urteil. Also ja. Ich wusste, wie der Kampf ausgegangen ist, aber ich war dann völlig überrascht von dem Kampf. Im Nachhinein war ich dann, Aber beide beim gleichen Promoter. Vielleicht hat er sich für den Jüngeren entschieden, weil Mendiotin ja in letzter Zeit immer wieder mal von Rücktritt gesprochen hat und eigentlich schon mal zurückgetreten war und am nächsten Tag wieder zurückkam. Ich weiß es nicht. Ja. Aber Floyd Mayweather, den wird es gefreut haben. Ja, endlich Ruhe. Der hat ja mal gemeckert, als er die 50-0, glaube ich, geholt hat oder die 51-0. Da war der ja so sauer. In Thailand, da war der wirklich sauer. Ja. Also, gut. Ja, der Streak ist gerissen. So, ja. Und dann hatten wir noch ein Duell mit deutscher Beteiligung, deswegen bei uns unter national laufen, auch im Schwergewicht. Christian Hammer gegen Tony Yoka. Da haben wir, glaube ich, ganz gut eingeschätzt letzte Woche. Jawohl. Hammer als C eingeschätzt. Ich hatte zwar den Eindruck, er wäre nicht in Topform angetreten, so rein von der Optik her. Und der Kampf war auch relativ zäh über weite Strecken, aber ich fand es jetzt nicht schlimm zu gucken oder so. Es war schon okay. Genau. Ne? Aber für Yoka war es sicher kein schlechter Lernprozess. Hammer ist der erwartet harte Gegner gewesen. Der ist einfach wirklich immer ein harter Gegner, finde ich. Ne? Also es war eigentlich genau das, was wir so prophezeit haben, würde ich sagen. Ja. Und das hat Tony Yoka echt gut getan, weil da kam ein Mann, der einfach absolut unangenehm zu boxen ist. Da war ja alles dabei. Das war ja deutsch-rumänisches Ringen teilweise, ja. Und Ellenbogen war dabei, mit dem Kopf voran, Halten und Schlagen. Alles von diesen Veteranentaktiken, die eigentlich kein gerade so hoch dekorierte Amateurboxer mögen, ja, das haben wir alles gesehen. Er konnte gut einstecken, er hat auch ein paar Mal ordentlich hingelangt und also Christian Hammer ist für mich so ein Mann, wo ich sage, der gewinnt jetzt dann da zwar nicht unbedingt, aber der verkauft sich immer sehr gut und hat sich auch besser verkauft als zum Beispiel Formella gegen Conor Benn. Also er war kein klares Opfer. Natürlich durch das viele Halten war er auch weniger zu treffen, aber da waren schon auch ein paar Hände dabei, wo ich den Eindruck hatte, so das schmeckt dem Yoka jetzt nicht so, weil er das auch einfach nicht kennt. Ja. Zumindest aus dem Profilager. Ja, vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat, dass er ja eigentlich im Dezember boxen wollte um den EU-Titel gegen Peter Milas. Und das war ja wirklich ein harter Kampf. Also, ja, da war jeder Schlag einer zu viel, den er jetzt im Vorfeld abbekommen hat. Ja. Ich würde mal wirklich sehr in Frage stellen, dass es jetzt im Dezember zu dem Kampf kommt. Also, das sehe ich keine genau Ahnung. So, ja. Muss man mal sehen. Im Vorprogramm hatten wir noch zwei weitere EC-Boxer, zumindest kurz mal eben angesprochen. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen, also da musst du mir jetzt was dazu sagen. Ja, also wir hatten einmal Viktor Faust gegen den auch immer unangenehm zu boxenden Kamil Sokolowski aus Polen. Ich erzähle Scheiße, den habe ich sogar gesehen. Ja, siehst du mal. Also auch das, fand ich, war gutes Matchmaking von EC-Seite. Ein guter Lernprozess für Faust, der gut geboxt hat, mir gut gefallen hat. Der mich immer mehr, gerade auch mit dieser blauen Hose, immer mehr an so frühe Klitschko-Kämpfe erinnert, was den Jab so angeht, die Körperhaltung. Das hat schon viel Ähnliches, viel Ähnlichkeit. Da muss man auch sagen, sorry, wenn ich dich unterbreche, das ist auch so ein bisschen so ein EC-Ding. Die hatten doch auch im Cruiser den einen rangezüchtet, der ausgesehen hat wie so ein kleiner Vitali Klitschko. Wie hieß er denn jetzt? Der hat damals verloren gegen Juan Pablo Hernandez. Danach war er weg. Hat er keinen Kampf mehr gemacht. Finde ich raus. Also, finde das mal raus. Ja. In der Zwischenzeit, ich habe gerade, ehrlich gesagt, keinen Namen im Kopf. Sokolowski einmal zu Boden geschickt. Wie gesagt, ein unangenehmer Mann, hat ihn am Ende nach Punkten besiegt. Der hat ihm auch ein paar Runden gegeben. Das war, denke ich, wirklich gutes Matchmaking. Das war gut für Faust und für seine Laufbahn. Und Volkan Gökçek, ebenfalls mit einem durchaus harten Gegner in Form von Aboubekr Bechelagem aus Frankreich, das auch ein erfahrener Mann ist, auch so wirklich ein richtiger Veteran. Und auch Gökçek konnte da einen Punktsieg landen, auch wenn ursprünglich, das war auch eine sehr kuriose Szenerie, da der Franzose zum Sieger erklärt wurde und dann lange Diskussionen stattgefunden haben. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Ich meine, es war jetzt so ein Sechsrunder. Ich hatte jetzt 4-2 für Gökçek stehen und ich hatte noch gedacht, ich wäre ein bisschen kritisch mit ihm gewesen. Ja. Ich dachte, das hätte man auch schnell 5-1 sehen können. Ich sage, Unterschied habe ich für unmöglich gehalten. Und die haben sich dann wohl verzählt. Mein Schulfranzösisch reicht jetzt nicht aus, um das wirklich aufzuklären. Aber
Die Decision wurde dann auch geändert nach ein paar Minuten. Hat nicht so lange gedauert wie bei Maloney, Franco. Ja. Aber ein paar Minuten hat es gedauert und dann wurde Gökçek zum meiner Meinung nach verdienten Sieger erklärt. Ja. Und du hast den Mann gefunden. Ja, genau. Also es ist der Alexander Alexeyev. Ach ja. Ja, der hat danach 2013 die Karriere Universum? Beendet. War der nicht bei Universum? Uff. Ich hatte gedacht, nee, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer jetzt. Ja. Der war bei EC. Weil die sind früher immer mit derselben Titelmusik eingelaufen von EC Boxing und die fand ich immer richtig gut früher. Da hätte ich auch Bock drauf. Und der ist auch mit dieser Musik zum Ring gekommen. Okay, also Alexeyev, das ist jetzt wirklich, das führt jetzt theoretisch echt zu weit, aber ja. Der war eine Zeit lang wirklich, war der wirklich ein Hoffnungsträger. Ja, ne? Das kann man nicht anders sagen. Also der hat wirklich gut ausgesehen in seinen Kämpfen und ist dann, ja, vielleicht war dann auch so ein bisschen der Schritt hinterher zu groß gewesen. Ja. Aber das stimmt, der hatte wirklich auch eine kurze Karriere nur im Endeffekt, ja. Das muss man sagen. Ja. Also du hast recht. Genau, ja. Und was ich noch sagen wollte zu dieser Punktgeschichte, das war irgendwie für mich die Woche der komischen Punktzettel. Entschuldigung, wir haben beide recht. Ja? Die letzten Jahre waren es EC-Boxing, aber er hat die ersten Jahre seiner Karriere bei Universum geboxt. Ah, also stimmte beides. Dann passt das doch. Ja. Ja. Also, wie gesagt, für mich so viele komische Punktzettel, ja, wo ich mir dachte, entweder sind die blöd oder ich. Ja. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer in der Mitte. Aber ja. Ja, ist absolut richtig. Hoffen wir, dass es das jetzt die kommende Woche nicht gibt. Exakt, genau so hätte ich jetzt auch überleiten sollen. Wir machen national weiter. Jawohl. Und ja, direkt der Programmhinweis für alle. Genau. Mittwochabend live auf dem YouTube-Kanal von IFL TV, also IFL TV, gibt es umsonst und in, ich kann es nur noch mal betonen, wirklich guter Qualität. High Def. Die nächste MTK Global Veranstaltung mit zwei Finals im Golden Contract Turnier und eins ist natürlich aus deutscher Sicht besonders interessant. Ich glaube, es ist der Co-Main Event, also der vorletzte Kampf des Abends. Serge Michel, der Deutsche aus Traunreuth, unser Olympiateilnehmer von 2016, gegen den Letten Rikards Bolotniks im Finale. Und ich halte das für eine super spannende Paarung. Jawohl. Für einen richtig guten Kampf. Beide haben sich in dem Turnier extrem hervorgetan. Michel mit einem starken Sieg gegen Tommy Philbin im Viertelfinale, mit einem super starken K.O.-Sieg gegen Liam Conroy im Halbfinale. Ja. Und Bolotniks stand ihm nichts nach, hat in der ersten Runde durch K.O. gewonnen, aber ich meine im Viertelfinale. Ja. Und dann im Halbfinale gegen den ursprünglichen Turnierfavoriten Hosea Burton nach Punkten gewonnen. Ja. Also wirklich, ich finde, das ist eine tolle Ansetzung hier in Wakefield, in den Production Park Studios. Ja, bevor wir noch darauf eingehen, dass wir noch ein Interview mit Michel haben, ja, vielleicht mal kurz dein erster Eindruck überhaupt erstmal zum Kampf und wie sind deine Erwartungen für Mittwoch? Also meine Erwartungen sind, dass das ein enger Kampf wird. Das wird ein sehr kompetitiver Kampf. Ja, also ich glaube, das wird Da werden alle zwei alles geben, weil natürlich geht es um richtig viel. Ja? Also das ist wirklich eine sehr lukrative Aussicht, was da am Ende bei rumkommt. Und ich glaube, dass Serge Michel mental so ein bisschen das Momentum hat, weil ihn das richtig beflügelt hat, wie er abgeliefert hat in den letzten beiden Kämpfen des Turniers. Und ich muss sagen, Rikards Bolotniks ist aber auf jeden Fall ein Mann, wo ich nicht sagen würde, das ist jetzt der Underdog, sondern eher der Favorit. Und hat so eine Art zu boxen, die für Michel zumindest in der Vergangenheit unangenehm war. Aber in unserem Interview, ne, unserem sage ich jetzt, aber auch wenn du es geführt hast, ist er ja da für uns näher drauf eingegangen. Deshalb möchte ich das jetzt nicht nur mal aufwärmen. Aber das könnte für ihn schwierig werden. Wollen wir einen Tipp abgeben, wer gewinnt, wie, wann, oder? Ja, vielleicht lassen wir Serge selbst einmal kurz zu Wort kommen. Jawohl. Und wenn die Hörer dann auch noch seine Einschätzung zum Kampf gehört haben, würde ich sagen, geben wir noch unsere Tipps ab. Denn, wie gesagt, ich habe ihn gesprochen in einem Video-Interview. Das ganze Interview findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Da ist es knapp 27 Minuten lang. Jetzt gibt es nur einen Ausschnitt. Aber, ich denke, eine der wichtigsten Fragen ist jetzt auch für euch hier zu hören, nämlich, was für einen Kampf er erwartet und was er von Bolotniks als Gegner hält.
Ja, die Frage wurde mir auch schon gestellt von MTK und die habe ich einfach so beantwortet, wie ich das Ganze sehe. Und zwar sehe ich das so, dass ich quasi nicht sehe, wie Volotniks mich gewinnen kann oder wie er gegen mich gewinnen soll. Ja? Ja. Vielleicht zeigt er mir das am 2. Dezember, vielleicht aber auch nicht. Ja, ich bin ganz klar der bessere Techniker, der bessere Puncher und von daher weiß ich, wie mein Job auszusehen hat und was ich im Ring tun muss. Ja, von daher, wie gesagt, auch die Räumlichkeiten oder ja, sage ich mal, das Drumherum ist mir bekannt, ihm nicht. Ja, ich weiß, wohin ich fliege, ich weiß, wie das Hotel ausschaut, ich weiß, wie die ganzen Bedingungen dort sind. Das ist auch ein Vorteil von mir. Ja, also wie gesagt, klar, ich meine, sonst müsste ich nicht in den Kampf gehen, aber ich sehe mich klar als Favorit auf. In allen Lagen, ja. Und genauso fühle ich mich und genauso habe ich trainiert. Und ich bin, wie gesagt, sowohl körperlich als auch mental stark, was das Finale angeht. Und mache mir da keine großartigen Gedanken, wie und was. Ich verlasse mich auch vor allem auf den Trainer, sage ich jetzt mal, ja, wenn er mit Ideen ankommt oder beziehungsweise ist auch mit Ideen natürlich angekommen, die wir einstudiert und geübt haben, ja, im Training. Und deswegen, ich bin gewappnet, ich bin vorbereitet und wie gesagt, ja, ich will das Ding holen. Nicht ich will, ich werde das Ding holen, sowohl das Finale als auch den Titel von der WBO. Okay, WBO, was steht noch auf dem Spiel? Ist das ein Interconti oder? Nee, das ist ein WBO Euro, also Europa-Titel, genau. Okay, alles Ja. klar. Mhm. Kannst Genau. du denn sonst ein bisschen erklären, vielleicht auch dem einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer, der das noch nicht so ganz genau weiß, was jetzt im Finale des Golden Contract genau auf dem Spiel steht? Also ein Top-Rank-Vertrag, wenn ich das richtig auf dem Genau, Schirm habe, ne? richtig. Genau, richtig. Also es ist ja so, es ist ja, ich habe ja Viertelfinale, Halbfinale gewonnen, Viertelfinale, Halbfinale gewonnen. Jetzt steht eben das Finale. Dieser Golden Contract beinhaltet, wie gesagt, der Sieger kriegt eben diese Fünf-Kämpfe-Vertrag mit dem größten Promoter der Welt eben. Ja, ist einfach, denke ich mal, Top-Rank, ja, der größte Promoter in der USA. Und genau, da erhält der Sieger quasi einen Fünf-Kämpfe-Vertrag. Wie dieser jetzt dann auch wirklich aussieht, dieser Vertrag, das weiß ich leider noch nicht. Und ich konzentriere mich auch wirklich erstmal aufs Finale, Step by Step, ja, und alles andere eben auch nach dem Finale, ja. Ich denke mal, da werden dann die ganzen Einzelheiten geklärt, aber ich bin mir sicher, also ich meine, der Name Top Rank, ja, ich bin mir sicher, dass es da einen starken Vertrag gibt und vor allem halt auch eben starke Kämpfe, ja, weil das ist, was ich auch möchte oder für was ich auch danach, sage ich mal, bereit wäre, ja. Ganz klar, die großen Namen möchte ich in meiner Gewichtsklasse boxen und ich glaube, international habe ich es jetzt auch gezeigt, dass ich auch das Zeug dazu habe, ja. Und wie gesagt, das Finale steht an, das möchte ich gewinnen und dann ist die große Bühne für mich frei und genau diese möchte ich auch haben, ja. Verstehe. Solltest du denn das Finale gewinnen? Gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so einen besonderen Wunsch, den du dir erfüllen möchtest? Ist ja auch bald Weihnachten, ne? So zum Jahresende oder wie sieht das bei dir aus? Puh, ja, natürlich ist mein Wunsch wird sein, natürlich meine Familie glücklich zu machen, ja, weil sie in letzter Zeit auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, gelitten haben, nicht gelitten, aber ja, sie machen natürlich das alles mit, meine Kinder, meine Frau, ja, und wie gesagt, in letzter Zeit war es im Boxen für mich, nach dem verlorenen Kampf, sage ich mal, ja, beim Petco noch, kam eine nicht so tolle Zeit, auch finanziell gesehen eben für mich, ja, weil ich da nicht kämpfen konnte oder beziehungsweise einen Wechsel hatte, eben keinen Promoter, dann kam eben dieses geile Turnier, ja, wo ich eben das Viertelfinale gewonnen habe und es ging langsam wieder los, wo ich mit dem Boxen gutes Geld verdienen konnte und dann kam eben Corona, ja, ich hätte ja im März schon das Halbfinale
boxen sollen. Corona, ich bin ja da auch hingereist nach England, ja, und dann hat Corona eben 2 Tage vorher Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich muss halt eben sagen, ja, bei mir ist es momentan so, habe ich keinen Kampf, bekomme ich kein Geld, ja. Und wie gesagt, deswegen war das alles ein bisschen schwierig die letzte Zeit auch, ja. Umso glücklicher war ich ja auch natürlich dann gewonnene Halbfinale, ja, weil es auch einfach eine finanzielle Last gewesen ist, die wir getragen haben und das halt eben die ganze Familie, ja, meine Kinder, meine Frau, die eben auch zurückstecken mussten und vielleicht dann zum Geburtstag gab es halt dann eben nur eine Kleinigkeit oder wie auch immer, ja, und deswegen bin ich da auf jeden Fall ja, sehr froh drüber, das Finale jetzt zu machen, das Finale zu gewinnen, um meine Familie glücklich zu machen, auch ein schönes Weihnachtsfest für sie zu gestalten, ja. Verstehe. Ja. So ein bisschen allgemeiner gefragt, du hast ja jetzt die Erfahrung mit dem Turnier schon mal gemacht. Würdest du anderen deutschen Talenten auch empfehlen, mal an so einem Turnier teilzunehmen, wenn sich die Möglichkeiten ergeben? Oder wäre das vielleicht auch mal was man auf deutscher Ebene national aufziehen könnte? Wie würdest du das einschätzen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde das sowohl als den anderen empfehlen, ja, wenn sie die Möglichkeit haben, an so einem Turnier teilzunehmen, ja, würde ich sofort, wie gesagt, auch den Leuten das empfehlen, ja. Ich meine, du kämpfst international, jetzt sei es auch, wenn es eine Niederlage, wenn es zu einer Niederlage kommen sollte, ja, dann ist das halt so. Aber du hast das versucht, du bist international, du bist raus aus deinem Wohnzimmer, ja, bist rausgegangen, hast gekämpft, hast versucht, auch wenn es, sage ich mal, zu einer Niederlage kommt, wird dich keiner dafür irgendwie verspotten oder so, ja. Mhm. Und deswegen kann ich sowas nur begrüßen, ja, dass die Leute eben rausgehen in die weite Welt und eben auch international das deutsche Boxen eben auch präsentieren, ja. Und genauso ist es auch eine geile Idee, sowas zum Beispiel in Deutschland zu machen, ja. Vollkommen, also ich, wie gesagt, ich sehe das bei den Engländern, ich sehe das auch an den Zuschauerzahlen damals, als das Viertelfinale jetzt noch mit Zuschauern waren oder auch online, ja, haben die auch bei dem IFL-TV auf YouTube, haben die brutale Einschaltquoten, also die Leute feiern das auch in England, ja, und ich meine, wieso nicht in Deutschland sowas machen, ja, also vor allem jetzt halt auch, in dieser schwierigen Zeit, sage ich mal, wo keine Zuschauer erlaubt sind und so, muss man halt schauen, dass man irgendwo Streams eben findet, ja, Livestreams. Ich meine, machen ja auch viele, ich meine, es gibt ja Runfighting, Bild Plus und, ja, also sind ja, auch da kann man eben schöne Veranstaltungen machen, jetzt leider ohne Zuschauer, aber eben auch das in irgendwelche Livestreams zeigen das Ganze, ja. Und ich meine, wir haben ja die Möglichkeit hier in Deutschland und wir haben auch die Leute und die Boxer, also in Deutschland, ja, also wenn ich mir das Halbschwergewicht angucke, ja, da kann man ein sehr, sehr geiles Turnier draus machen mit, sage ich mal, Leon Boom, mit Adam Deines, mit meiner Wenigkeit, mit Bösel, Robin Krasnici, der jetzt da den Bösel geschlagen hat und. Also das sind im Halbschwergewicht wirklich sehr starke Namen, ja, die man eben zusammenbringen könnte und so ein Turnier eben starten könnte, ja. Auf jeden Fall. Würde ich sofort mitmachen, übrigens. Wenn es sowas geben würde. Also ich denke, sowas würde auch dem deutschen Boxen, also den deutschen Boxern auch viel Profil geben. Ne? So, das kriegt man ja auch in England gerade mit, wie die Kämpfe im gleichen Land um die britische Meisterschaft, was die da für einen Wert haben und so. Und ich denke auch, dass so ein nationales Turnier sicher Spannung bringen würde. Kannst du denn schon was sagen, wo man deinen Kampf in Deutschland wird sehen können? Ist das wieder der auf dem YouTube-Kanal von MTK auf jeden Fall? Oder wie? Genau so ist es. Also es ist ja auf Sky Sports UK wird das übertragen, auf ESPN Plus wird es in die USA übertragen und auf dem IFL TV, das ist quasi ein Kanal von MTK, der ist auf YouTube ganz leicht zu finden, einfach in die Suchleiste oben IFL TV eingeben, abonnieren oder auch nicht, kann man auch ohne zu abonnieren das Ganze schauen. Dort wird der Kampf eben für alle komplett kostenlos und frei zugänglich eben übertragen, der Kampf. Und jeder, der irgendwie einen PC oder einen YouTube-Zugang hat,
Er kann auch den Kampf kostenlos eben mitverfolgen, ja. Ja, und das war auch, kann ich nur sagen, vom Halbfinale und Viertelfinale, wie ich das mitbekommen habe, in super Qualität. Da gab es keine Hänger, Ja. Bild ist spitze, also wirklich toll, was sie da zur Verfügung stellen. Hab ich auch so schon von den Leuten so ein Feedback bekommen, dass das echt klasse war. Keine Hänger, keine irgendwie, ja, alles top, genau. Vielen Dank an Serge Michel. Wie gesagt, das ganze Interview findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. So, und Julius, du hast es eben noch mal kurz angesprochen. Wir geben unsere Tipps ab. Und ich glaube, dass, das habe ich ja auch in dem Interview ihm gegenüber angesprochen, ich glaube, dass sie diese kurze Rechte, die er als Konter schlägt, die wird gegen einen Mann wie Bolotnix, wie der reinkommt in den Ring, also wie er taktisch auch auftritt und relativ häufig mit dem Kopf so ein bisschen vorne. Ich glaube, das wird ein sehr gutes Mittel sein und ich glaube, dass Michel gewinnen wird. Das ist mein Tipp. Aber ich weiß nicht, ob vorzeitig, ich denke, er wird ihn nach Punkten bezwingen, aber schon im Rahmen, dass man sagen wird, absolut verdienter Sieger. Also, ich muss sagen, dass sich Michel wesentlich verbessert hat im Vergleich zu seiner Niederlage gegen Ryan Ford. Und deshalb mache ich mir jetzt auch nicht mehr so die Sorgen, was Bolotniks angeht, auch wenn ich das wirklich als Knackpunkt so sehe. Wie wird er damit umgehen im Vergleich zum letzten Kampf hier in Deutschland? Und Vorletzten. Er hatte noch einen dazwischen, ah ja, okay, aber zum ja. vorletzten Cup. Und ja, ich würde sagen, einfach jetzt mal so von der Sympathie her, Michel auch nach Punkten. Und ich glaube, es wird aber eine knappe Nummer. Aber ich traue ihm das jetzt einfach zu, dass er auch den Letten noch wuppt. Das denke ich auch. So, dann springen wir zum Wochenende. Da haben wir, ja, was die Namen angeht, sicherlich den Big Fight des Wochenendes live aus dem AT&T Stadium in Arlington in Texas, also auch mit Zuschauern. Denn das ist natürlich groß genug, dass man da, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 reinlassen kann und trotzdem Hygienemaßnahmen halten kann. Es kommt zum Duell zwischen Errol Spence Jr. und Danny Garcia. Spence verteidigt seine WBC und IBF-Titel im Weltergewicht und vor allem ist es der erste Kampf für ihn nach seinem schweren Autounfall. Davor hat er einen harten Kampf gegen Porter gehabt, dann diesen schweren Autounfall und das macht das Ganze doch irgendwie, finde ich, unheimlich unvorhersehbar und extrem spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie er aussehen wird, denn Garcia ist jemand, der wird einfach nur häufig unterschätzt, obwohl er eigentlich ziemlich gut ist. Ne, der hat nur verloren gegen Porter und gegen Thurman und ist jetzt auch in beiden nicht wirklich voll dominiert worden oder sowas. Und ja, das ist jemand, den darfst du nie unterschätzen. Das ist für mich persönlich, hätte ich auch Spence einen einfacheren Gegner jetzt auf dem Papier zumindest problemlos durchgehen lassen für den ersten Kampf nach dem Unfall. Wie siehst du das? Ja, also ich finde auch nach dem Unfall wäre vielleicht erstmal ein Aufbaugegner die bessere Variante gewesen, um sich so wieder reinzutasten, um zu schauen, wie sind die Reflexe jetzt noch, wie hat er irgendwelche Bedenken, was es jetzt angeht, getroffen zu werden. Ich weiß ja nicht, was er sich alles gebrochen hat oder was genau passiert ist, also so sehr bin ich ja nicht drin, ich habe nur die Fotos von dem Auto Relativ gesehen. wenig, ja, aber er hat relativ gut überstanden, muss man sagen. Ich glaube, vor allem im Gesicht waren es ein paar Sachen. Ich glaube, Zähne und Kiefer und so weiter, aber ansonsten körperlich war es ganz okay. Er hat jetzt kein gebrochenes Bein gehabt oder so. Okay. Also trotzdem hätte ich ihm da eher so einen Mann aus den, weiß er nicht, ne? Also aus den erweiterten Top 10 bis Top 30 oder so gewünscht. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, ich Aber er will es ja so. muss auch sagen, er will es ja so, ganz genau. Und was ich so gerne hätte, wäre ein Sieg gegen Garcia, weil ich den einfach, ich mag ihn einfach nicht. Das liegt viel an seinem Vater Ich und weiß. an dem ganzen Gehabe. Aber dementsprechend bin ich eigentlich immer für die Gegner von Danny Garcia, außer es ist jetzt jemand, der noch unsympathischer ist. Das wird aber schwierig. Und ja, ich weiß nicht so ganz, was ich erwarten soll. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass es für Spence vielleicht jetzt eng wird und er sich da ein bisschen übernommen hat, weil du hast schon ganz recht, Garcia wird oft für mich grundlos ja, unterschätzt und ich könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht sogar regelt.
Also ja, ich bin gespannt. Also leider ist es bis aktuell, zu einem aktuellen Zeitpunkt gibt es, glaube ich, keinen legalen Weg, das Ganze in Deutschland zu sehen. Also ich habe weder bei RAN Fighting bislang was gesehen, sonst noch, also The Zone ist ja sowieso selten dabei bei PBC-Cards. Muss man mal sehen, wie man den Kampf danach sehen kann, vielleicht bei YouTube am Sonntag, aber was, ja, ich bin bei dir. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Garcia da wirklich überraschen kann, weil Spence einfach schwer einzuschätzen ist. Sollte er genauso stark sein wie im Porterkampf zum Beispiel oder davor gegen Mikey Garcia, dann Ja. ist das schon, glaube ich, eine Nummer zu groß. Aber die Frage ist halt, ist das so? Und er hat auch eine lange Pause gehabt. Eben. Viele, viele Fragezeichen und das ist doch wirklich, ja, das macht's doch sehr spannend, denke ich, ja. Ja, nächste Woche haben wir dann Klarheit. Definitiv, ja. Dann haben wir definitiv Klarheit und sollte er gewinnen und sollte er stark aussehen, dann werde ich meine Parolen für Spence Crawford hier auch nochmal erneuern. Ja, und dann haben wir noch einen Kampf aus England am kommenden Auch mit Wochenende, vielen Fragezeichen. auch mit vielen Fragezeichen, weniger als bei Spence, aber ja, um den WBO-Titel im Supermittelgewicht für deutsche Fans live bei The Zone am Samstagabend, das Jawohl. kann man jetzt direkt noch dazu sagen, aus der Wembley Arena in London, Billy Joe Saunders gegen Martin Murray, den ewigen Martin Murray, Ja. dem ich ja auch ehrlich gesagt nicht mehr gedacht hätte, dass der nochmal einen Titelkampf kriegt. Das stimmt. Aber dem ist jetzt so. Und ja, Saunders ist noch ungeschlagen, kommt aber aus einem ziemlich holprigen Sieg gegen Marcelo Esteban Corserres letztes Jahr ich glaube, im November war es. Da hat er ihn zwar in der 11. Runde durch einen sehenswerten K.O. bezwungen, hat aber nach Punkten nur sehr knapp geführt. Und Ja. wie ich finde, hätte er sogar hinten liegen Er können. sah schlecht aus, ja. Das Definitiv, ist also so. richtig, richtig schlecht aus, fand ich. Das war fürchterlich auch zu gucken. Das war auch ein Kandidat für den Scheißkampf des Jahres letztes Jahr. Und Murray, ja, der verliert gegen Gegner auf Weltniveau meistens, ist mittlerweile auch 38, kommt jetzt aus zwei Siegen gegen, ja, ich sag mal so Journeyman mehr oder weniger. Es ist wahrscheinlich die letzte Chance für ihn, aber er kommt eigentlich auch immer zum Kampf, ne, sag ich mal. Ja, eigentlich der Das. Gabriel Rosado von England. Ja, so. Nur mit einem Ja. besseren Kampfrekord. Das stimmt, ja. Und den darfst du eigentlich nie abschreiben, auch wenn er jetzt natürlich boxerisch grundsätzlich schon Saunders klar unterlegen ist und auch schon klar der Außenseiter sein muss hier in dem Kampf. Aber bei Saunders ist auch so ein bisschen, da weißt du auch nicht so richtig, was du kriegst, ne, wenn du das Ja, bestellst. genau. Also ja, ich weiß nicht, was denkst du? Ist auch ein Kampf, den ich nur ganz schwer einschätzen kann. Ich würde in dem Fall nicht sagen, dass Billy Joe Saunders den K.O. holt. Also Nee, das glaube ich auch die nicht. Chance, wie in seinem letzten Kampf, das so noch zu retten, wird er nicht haben, weil Martin Murray einfach auch ein richtig zäher Hund ist. Hat er ja allein schon gezeigt, wie lange er einfach gegen Golovkin durchgehalten hat. Ich glaube, bis in Runde 11 oder so. So lang wie noch keiner bis Richtig. dato. Richtig, ja. Und ja, ich finde ihn vom Stil her so ein bisschen ähnlich wie Robert Stieglitz. Und würde sagen, der geht immer nach vorne, ist immer sehr aktiv. Und ich glaube, das könnte für einen Billy Joe Saunders, der nicht richtig in den Kampf reinkommt, schon sehr unangenehm werden. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich würde Martin Murray den Sieg einfach gönnen jetzt noch mal so im Alter, so als schöner Endpunkt, ja. Und von daher sage ich einfach mal Martin Murray nach Punkten. Oder wir sehen halt wieder eine Sauerei, weil ich glaube, dass Saunders kommt nicht so gut rein und kriegt dann vielleicht trotzdem den Sieg nach Punkten. Aber ich tippe Ja, jetzt einfach mal auf Murray. Mal gucken, wie die das wäre Quoten sind. nicht wünschenswert, natürlich. Also ich tippe schon auf Saunders. Ich glaube, der gewinnt das Ding so im Bereich 117, 110, 117, 111, 118, 110, so um den Dreh. Ich glaube schon, dass er irgendwann Murray den Schneid abkaufen wird, weil, wie gesagt, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der wird Ja. wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr das Tempo bis zum Schluss gehen können. Ist jetzt einfach Nee. meine Vermutung, meine kühne Vermutung. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Man kann bei Saunders schon immer mal wieder skeptisch sein. Das sind halt, der hat halt manchmal eine Mega-Performance drin, wie damals gegen David Lemieux, da erinnere ich Ja. mich immer gerne zurück, wie er den wirklich auseinandergeschraubt hat. Deklassiert hat er den ja. Wirklich deklassiert hat, den hat er, ja, richtig. Und dann ist aber auch immer mal wieder ein Kampf drin, wo du denkst, meine Güte, ne, also anstrengend zu gucken und ich weiß nicht, er quält sich selber irgendwie da durch, hat man Ja. das Gefühl. Mal gucken, welchen Saunders wir am Samstag sehen werden. Aber wie gesagt, deutsche Fans können es bei The Zone sehen, die ja sowieso momentan Woche für Woche Ja, Boxen liefern. Das fleißig. kann man wirklich mal loben, ja. Und ich bin trotzdem gespannt. Also ich werde mir den Kampf anschauen Ja, ich und auch, ja. mal gucken. So, kommen wir zu den News.
ein bisschen weniger zu tun diese Woche, aber nichtsdestotrotz, wir haben erstmal Nachrichten aus Deutschland. Tina Rupprecht, die WBC-Weltmeisterin im Mini-Fliegengewicht der Frauen, wird nicht am 12.12., wie es ursprünglich mal geplant war, gegen Jocasta Wall boxen, sondern jetzt am 16.01. in Costa Rica. Jawohl. Am 16.01.2021. Der Kampf ist verschoben worden. Besonders ist der Kampf vor allen Dingen auch, weil es wird um den Ring Magazine-Titel in ihrer Gewichtsklasse gehen. Genau. Und damit wäre, wenn ich mich jetzt nicht wirklich komplett täusche, ich müsste es einmal überprüfen tatsächlich, ja, bis nächste Woche. Aber ich glaube, Rupprecht wäre die erste Deutsche, ob Mann oder Frau, nee, kann sie nicht sein. Den müsste ja Schmeling schon gehalten haben. Ja, okay. Ich glaube, aber nach Schmeling ist sie dann nächste. Weil, glaube ich auch, ja. Ich glaube, dass Regina Halmich den Ringgürtel nicht hatte, obwohl die ja jeden bei anderen den Frauen Gürtel hatte. Bei den Frauen gab es ihn nicht. Genau. Und dementsprechend ist das ja wirklich sehr lukrativ. Also prestigeträchtig schon viel sehr mehr. Besonders, ja. Und sehr besonders, ja. Was das Ganze ja auch noch interessant macht, ist, dass sie gegen Jocasta Wall schon mal geboxt hat. Richtig. Und ich weiß nicht, ob sie gegen sie sogar einen Titel gewonnen hat. Ja, gegen sie hat sie den Titel errungen, den WBC-Gürtel. Echt? Ja. Ist das schon so lange her? Ja, 2018. Ach, 2018. Ich habe das irgendwie zwei Jahre früher abgespeichert gehabt im Gedächtnis. Okay. Ja. Also klar, wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen. Das kommt dann passend zum Kampf natürlich nochmal. Aber ganz interessant auf jeden Fall dieses Auswärtsspiel Costa Rica. Das ist cool. Ja. Das ist irgendwie echt cool, finde ich, ja. Natürlich auch gefährlich, aber cool. Definitiv, ja. Und spannend, auf jeden Fall. Interessant. Ja, ich freue mich einfach, sie mal wieder im Ring zu sehen. Genau. Freut mich auch, dass sie jetzt einen Kampf hat. So, dann haben wir noch ein kleines Update zu einer News, die wir schon mal angesprochen hatten, nämlich Alexander Flores, der Gegner von Luis Ortiz, der so ein bisschen skurril, sag ich mal, K.O. gegangen ist in dem Kampf. Und dann wurde seine Börse zunächst eingefroren. Die California State Athletic Commission hat gesagt, die wollen das erstmal prüfen, haben sie gemacht und sie haben ihm die Börse ausgezahlt. Sie sagen, das war ein K.O. nach einem Treffer vom Bizeps zum Auge. Ja. Das war auch so, wie ich es gesehen habe. Und sie können ihm, glaube ich, nichts, zumindest nichts beweisen. Es klang jetzt aber auch nicht so, als würden sie ihm was vorwerfen oder so. Ja, ja. Na, ist laut Kommission alles mit rechten Dingen zugegangen und das ist dann am Ende das Urteil. Hat seine 80.000 Dollar kann bekommen. Das Haus bauen oder das Auto kaufen oder, was man sich als ein Alexander Flores eigentlich nicht träumen lassen dürfte. Naja, gut, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass er da mehr als 25 von mitnimmt. Ne? Das ist natürlich bitter. Boxen, hartes Geschäft. Ist aber jedes Mal, jede Woche bei jedem so in den USA. Ne? Also Trainer kommt da rein, Manager, Cutman, du musst Sparingspartner bezahlen. Jeder hält die Hand auf. Das kommt auf, ja alles aus der... ist ja ganz normal. Ja, gut, sonst bist du halt alleine, ne? Ja, natürlich. Das ist jetzt auch nicht gut. Also, nichtsdestotrotz wird es, denke ich, wird das schon normalerweise weniger verdienen. Also, ne? Der kriegt ja sonst keine PBC-Hauptkämpfe. Denke ich auch. Aber zumindest kriegt er die Kohle und das sei ihm definitiv gegönnt. Ja. Dann haben wir noch nicht nur eine Ankündigung. Wir hatten es schon mal angesprochen, dass es vermutlich so kommen wird. Jetzt ist es definitiv so. Der Kampf ist offiziell angekündigt. Gennady Golovkin gegen seinen Pflichtherausforderer der IBF, Kamil Ceremeta aus Polen. Am 18.12. ist jetzt bestätigt, live auf The Zone wird das auch zu sehen sein. Wie gesagt, die sind sehr aktiv momentan. Und einen Tag nur vor Canelo Alvarez gegen Callum Smith. Also wirklich gute Voraussetzungen, würde ich mal sagen, rein zeitlich gesehen, um Canelo Golovkin 3 zu machen nächstes Jahr. Das stimmt. Ich muss aber sagen, dass ich mir jetzt zu dem Kampf noch keinerlei Gedanken gemacht habe. Also ich habe mich brauchst ja nicht. Weder der kommt mit ja noch dem Gegner der, noch mit sonst was beschäftigt. In der Vorschau. Nee. Dafür bringe ich noch kurz ins Gespräch, dass sich noch jemand anderes als möglicher nächster Golovkin-Gegner in Stellung bringt für den Kampf nach dem Ceremeta-Kampf. Nämlich, kein Witz, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Oscar de la Hoya ist der Meinung, Golovkin ist ein einfacher Gegner für ihn. Ich habe nichts dagegen, wenn De La Hoya vielleicht in Tysons Legends Only League mal mitmachen will. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber in einem richtigen Kampf nächstes Jahr oder so gegen Golovkin. Uiuiuiui. Also der Golden Boy ist dann hinterher der Grün- und Blau-Boy, glaube ich. Also
Da sollte er sich vielleicht nochmal Also, überlegen, ob er den Kampf wirklich machen möchte. auch wenn Golovkin Da. lange nicht mehr in seiner Prime ist, Ja. das ist aber wirklich, der Lawyer ist seit 12 Jahren nicht mehr im Ring gestanden. Puh, Selbst wenn er so eine also, gute Form hat wie Tyson, ja, nach ja, 15 keine Jahren, Chance, keine Chance. sehe ich das nicht kommen, dass er da irgendwas reißen wird. Aber Absolut chancenlos. ich überlasse ihn seinen Träumen. Ja, richtig, träumen, träumen soll ja erlaubt sein. So, und dann noch eine gute Neuigkeit aus dem deutschen Amateurboxen, denn ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es kommt, aber jetzt Ich ist auch es nicht nicht. nur von der Stadt Köln bestätigt worden, sondern auch vom DBV selber, vom Deutschen Boxsportverband. Der Cologne Boxing World Cup soll doch stattfinden in diesem Jahr. Ja. Über 3 Tage vom 17. bis zum 19.12., also ein bisschen kleiner als letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren es, glaube ich, 4 oder 5 Tage. Ein bisschen eingedämmt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Amateure haben so wenig boxen können dieses Jahr. Das ist, finde ich, eine ganz tolle Nachricht, dass die nochmal auf Wettkampfbasis boxen können. Ja, das wird jedem gut Und tun, ja. definitiv, definitiv. Und ja, also es gibt jetzt noch keine festen Startplätze, sage ich mal, aber der DBV hat zumindest schon mal für Deutschland bestätigt, dass das Team angeführt werden soll. Die Herren einmal von Nelfi Tiafak, dem Superschwergewichter aus Köln, Ja. dem Bronzegewinner der EM letztes Jahr. Genau. Bei den Frauen sollen am Start sein, ja, 2019, nee, 2018, Weltmeisterin Ornella Warner und die mehrfache WM-Bronzemedaillengewinnerin Nadine Appitz aus Köln, also wirklich Elite. Und was die Länder angeht, die starten sollen, es sollen nämlich insgesamt 8 Nationen in 13 Gewichtsklassen am Oh, Start das sind sein. ein paar. Das sind ein paar. Da liegen Zusagen vor von Indien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Polen, Kroatien, Ukraine und natürlich Deutschland. Okay. Also klar, sind jetzt nicht die Oberländer, also klar, es ist jetzt nicht Kuba oder Kasachstan oder Usbekistan, die Ja. wirklich absoluten Megaländer dabei, ist richtig, aber dafür kommt die indische Nationalmannschaft laut DBV mit dem kompletten Olympiateam an, denn bereits 9 Inder haben sich qualifiziert und Inderinnen, also Ja. das komplette Olympiateam kommt. Das ist, denke ich mal, sehr ordentlich. Und die haben übrigens dann auch eine 6-fache Weltmeisterin mit dabei, also schon. Das ist schon beachtlich. Definitiv und ja, ich meine, grundsätzlich ist mit Sicherheit auch Frankreich und die Ukraine nicht zu unterschätzen, was das angeht. Ne? Ja, Also, es gerade ist schon sicherlich Ukraine nicht schlecht. Ja. würde ich ja schon gut einschätzen, was so die Also, Amateurtalente angeht. ja, auf jeden Fall. Also, dafür, dass ich vor einer Woche noch gedacht habe, es kommt gar nicht, sieht das doch jetzt nicht schlecht aus. Es wird allerdings keine Zuschauer geben können, ist ja auch Ist ja logisch. klar. Also Ganze, ich habe mir keine ne? Hoffnung gemacht, als du Nein, nein, mir das definitiv nicht. mitgeteilt hast, ja. Ja. Und aber nichtsdestotrotz, es wird auch Fight 24 komplett zu sehen sein. Das Das ist ist natürlich natürlich eine ganz wiederum nette Sache, ja. hervorragend. Der ist ja offizieller Partner des DBV. So, jetzt kommen wir natürlich, die Hörer wissen es schon, wir haben heute den 1. Dezember, also heute, wo wir aufzeichnen, noch nicht, da ist der 30. November, aber wo ihr es hören könnt, ist es der 1. Dezember. Das bedeutet, ein weiterer Monat ist in die Geschichte eingegangen und das bedeutet für uns jetzt auch die Wahl zum K.O. des Monats. So, Julius, Ja. ich weiß, dass ich es schwerer hatte diesen Monat. Das hatten wir im Vorfeld schon besprochen, auch wenn ich nicht weiß, was dein K.O. des Monats war. Und ich habe schwer das Gefühl, dass mir irgendeiner durch die Lappen gegangen ist. Ich Ja. habe leider nicht so gut notiert wie du. Ich weiß, du bist da die Buchhaltung in Person beim K.O. des Ja, Monats. ein bisschen schon. Ja, also ich habe da. Deswegen, damit ich vielleicht noch umswitchen kann. Weil ich bin mit meiner Wahl wirklich nicht zufrieden diesen Monat. Lass ich dir jetzt das Wort. Was ist dein K.O. des Monats? Und gerne natürlich auch, was hattest du da noch so drumherum Ja, im also Petto? ich muss sagen, dass ich da seit Beginn unserer Aufzeichnung, sage ich jetzt mal, werde ich da immer akribischer und ich fand, der November hat lange Zeit nichts Besonderes hergegeben. Trotzdem habe ich mir da mal so meine Notizen dazu gemacht und ja, letzten Endes hatte ich so drei in der engeren Auswahl und bei einem fand ich sehr schade, dass er es letzten Endes nicht geworden ist. Genau, also ich, wer es nicht Feuer geworden frei. ist, ist zum Beispiel Oha. Oshaki Foster, weil, also der eigentliche Niederschlag war ja dann nicht das, was letzten Endes Ja. zum Kampfende geführt hat, somit war der raus. Ja? Aber der davor, den fand ich super. Ja, dann fand ich noch jetzt hier Yeloisinov, ich habe den noch nicht so drauf gegen Jelle Usinov. Ndongo, Ja. fand ich auch Ja. gut, hat mir gut Ja. gefallen.
War aber noch nicht so eindeutig, wie ich das gerne habe, auch wenn das schon wirklich auf einem sehr guten Niveau war. Und letzten Endes ist es geworden, Fabio Wortley gegen Richard Lahti. Ja, K.O.-Sieg für Wortley in Runde 2 mit 1-2 zum Kopf. Und da hat er ja diesen Richard Lahti komplett zerlegt. Wurde dann hinterher lange im Ring noch behandelt. Und das war ja wie vom Blitz getroffen. So schnell die 1-2. Und der hat ja dann eine richtige Grätsche auch im Ring gemacht. Das war für mich der K.O. des Monats. Okay. Nee, dann bin ich zufrieden mit meiner Wahl, denn der war für mich nicht die Nummer 1. Den habe ich nicht vergessen. ich hatte auch den Eindruck, dass Lahti tatsächlich vorher schon von so einem Jab Ja, angeklingelt war. ja, ja. Und dann, weil der Einschlag an sich sah ja jetzt nicht so unglaublich spektakulär aus, ne? Aber der Aber die Wirkung Sturz. hat es nicht verfehlt. Ja, um Gottes Willen, gar keine Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es extrem schwer. Also die drei, die du jetzt genannt hattest, habe ich natürlich alle auch auf dem Schirm gehabt. Tatsächlich, dann habe ich doch keinen vergessen. Jetzt so auf Anhieb. Und die haben mich alle nicht so begeistert. Also da waren schon gute Knockouts dabei zwischendrin, keine Frage. Aber es war jetzt keiner dabei, wo ich wirklich so gedacht habe, wie es teilweise im August mit Povetkin war oder dann jetzt mit Davis. So ein Ding, wo du einfach nur dachtest, boah, alt, also wirklich, ne? Ja. Hier ist nichts, diesen Monat war meiner Meinung nach nichts dabei, was es in die Top 10 zum K.O. des Jahres schaffen wird. Nee. Ja. Und deswegen bin ich auch immer noch mit meiner Wahl nicht besonders zufrieden, aber meine Wahl ist Xilei Zhang, K.O. 4 gegen Devin Ah. Vargas auf der Ja. Haney Gamboa Undercard, denn das war zumindest auch ein One-Punch-K.O., Ja. sag ich mal, auch wenn sich Vargas ja auch noch am Knie verletzt hat. Also, Ja. wie gesagt, ich bin auch nicht besonders zufrieden Ich mit der hatte ja Entscheidung. da auch gesagt, so, dass das für mich eigentlich so das Schönste von der ganzen Card war. Und ich habe von diesem Sang erstmal nicht viel gehalten. Der Gegner war ja auch, ne, so eher Fallobst, aber schöner K.O. Also da kann ich schon verstehen, dass man da mit geliebäugelt hat. Gerade in einem Monat, wo es eher so durchwachsen war. Das stimmt, das Was mir stimmt. auch Ich kann gerade den noch. Lati aber auch nachvollziehen, weil, wie gesagt, da Ja. war auch die Wirkung wirklich sehr, sehr verheerend, ja. Ja, was mir auch gerade noch einfällt, weil ich halt diese Rubrik so liebe, ja, Ja. hatte ich auch noch mir notiert, war Rocky Hernandez gegen Eduardo Garza. Oh ja, K.O.-Sieg auf der Ring Hernandez in Runde City. 3 mit so einem richtig ekelhaften Leberhaken. Ja. Ja, Das war auch ein guter Knockout, auch das schön. stimmt. Aber wie gesagt, ich habe mich für Wortley gegen Ja, Lahti man entschieden. muss sich ja für einen entscheiden, genau. Ja. Gut, Julius, dann sind wir durch. Jawohl. Ne, wir haben ja doch wieder ein gutes Programm heute gehabt, wenn ich auf die Uhr so gucke. Mhm. Das war ordentlich, keine Frage. Aber es war ja auch einfach viel zu besprechen. Eben. Ich vermute, nächste Woche wird es ja, vielleicht ein bisschen kürzer werden können. Ja. Ist, glaube ich, das Programm nicht ganz so groß. Wenn wir nicht abschweifen. Ja, das stimmt. Obwohl, wir waren, ach, Gottes Willen, da fällt mir gerade ein. Nee, so ganz kurz wird es wahrscheinlich auch nicht, denn nächstes Wochenende kommt natürlich die Vorschau auf Anthony Joshua gegen Kubrat Ei, okay, da habe ich Gulev. vielleicht Der wäre auch, mir da fast habe durch ich die auch Lappen ein, zwei gegangen. Takte dazu zu sagen, ja. Ja, da müssen wir definitiv auch einiges zu sagen, auf jeden Fall, ja. Aber bis dahin erstmal, ja, du hast ja gleich noch einiges zu erzählen, aber von Exakt. meiner Seite schon mal wünsche ich schon mal den Hörern eine tolle Boxwoche. Nicht vergessen, Serge Michel in einem ganz wichtigen Kampf am Mittwochabend live bei YouTube und am Wochenende dann unter anderem Spence Garcia und Saunders gegen Murray. Also auch diese Woche wird wieder einiges geboten. Jawohl, genau. Also dem kann ich mich nur anschließen. Natürlich auch hier nochmal an der Stelle Grüße an Serge Michel und Daumen sind gedrückt. Ja, für die Hörer, denen das heute Spaß auf weitere Nachschläge gemacht hat, ja, die können uns natürlich hören bei iTunes oder Apple Music, Apple Podcast. Apple Podcast, sorry. Ja, dann bei Spotify, Deezer, Stitcher, auf YouTube und ja, Und ansonsten bei Amazon Music. Amazon Music. Siehst du, letzte Woche habe ich es perfekt hinbekommen und jetzt Kein komme ich aber Problem. ins Straucheln, nachdem ich schon so viel gesabbelt habe. Naja, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Und ja, ansonsten in den sozialen Medien gerne bei Facebook, Twitter und Instagram euren Senf dazugeben, Daumen hoch geben, mitdiskutieren und natürlich auch gerne per Mail. Ja, an Nachschlag boxcast@gmail.com
Und ja. Und gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Das würde es uns sehr freuen, ja. Exakt. Und ja, das war es auch von meiner Seite. Ja, jetzt kann ich nur sagen, lausche auf nächste Woche. Und ja, dann kommt der nächste Nachschlag. Ganz genau. Julius, danke dir. Vielen Dank, liebe Hörer. Und bis nächste Woche.